Core Gamer Production. Hey you guys, willkommen zurück zu Let's Play Vampire. Ich bin Zoll. Ich bin Rockstar und guck mal, er hat uns 1000 IP gegeben. Ja, und ja, was sollen wir sagen? Das Ende der letzten Folge war sehr episch, sehr knapp und war Leben am Limit. Leben am Limit mit CGP, so kennt man das, ja. Ja. Also am besten kommen jetzt noch irgendwoher Gegner und dann so hier, spielt ihr Jungs, fick dich, Alter, fick dich, Spiel. So, sonst können wir hier nichts mehr machen, ne? Du sollst die erkunden, die Kanalisation. Weiter. Haben wir. Weiter erkunden. Ja. Über Nachrede. Aber ich frage mich gerade, wo wir hier rauskommen, damit wir sie weiter erkunden können. Das ist eine gute Frage. Aber bestimmt hier, da, links. Ja, aber das ist doch abgeschlossen. Weil rot. Guck mal, ob du ihn looten kannst. Bestimmt. Ah, warte, ich glaube, ich habe was gefunden. Aber guck mal nach dem Loot, wir haben den Loot noch nicht nachgeguckt. Ich glaube nicht, dass da was ist, weil ich habe um ihn herum nichts angezeigt bekommen. Ist so? Okay, dann ist das halt so. Ja, dann ist das halt so. Dann geht's hier weiter. Alter, können wir bitte eine Ratte oder sowas haben, so wie Jonathan sich anhört? Das finde ich nicht gut. Waren wir hier nicht schon mal? Nein. Ich meine doch, nur da kamen wir da vorne halt nicht durch. Weil das hier kommt mir halt was zu. At least one skull escaped Virgil's wrath. Nee, es kommt mir nicht so bekannt vor. Jonathan, sei leise. Wir versuchen uns gerade an einen Skull heranzuschleichen. Alter, als ob er gerade Verkehr hätte. Ohne Scheiß, ne? Wenn wir jemals Rennspiele streamen sollten, ne? Werden diese Streams, wo wir immer den Titel tragen, sei auch du ein Lümmel im Verkehrsgetümmel. Okay. Ja. The poor creature is bleeding to death. He cannot be far. Ja, es ist schön, dass der nicht weit sein kann, aber Leute, jetzt ernsthaft, kann ich nicht mal irgendwie eine Ratte oder sowas finden, bitte? Bitte, dankeschön. Achso, hier sind wir ja runter, oder? Nein. Ohne Scheiß, ich kann mich daran nicht erinnern. Hier waren wir noch nicht. Okay. Boah, Jonathan, was ist los mit dir? Er kommt auch drauf gar nicht klar. Ja, okay, er ist ausgehungert. Weißt du, Ratten. Immer da, wenn man sie nicht braucht, aber nie da, wenn man sie braucht. Wir sind wie Wolkenkratzer. Warte, da war doch noch was. Kann er es nicht? Ne, kann er nicht analysieren. Okay. Oh, langsam muss er sich beruhigen, ey. Das ist der Blutdurst. Das geht mir nur persönlich auf den Sack. Dieses Rumgestöhne. Ja, aber sowas von. Sei keine Memme, Jonathan. Nee, ich hab Angst. Nimm es wie ein Mann. Ich hab Angst, dass wir wegen dem Rumgestöhnen hier eine Altersfreigabe ab 18 bekommen. Das sowieso. Wegen des Blutes und so, da mach ich mir keine Sorgen. Pillepalle. Ja, Amerika-Prinzip halt, ne? Ja. Blut, Gewalt, kein Problem. Kann man im Vormittagsfernsehen zeigen. Aber sobald ein Nippel rausguckt, oh, das ist ab 18, nein, dürfen wir nicht zeigen. Der Schemmen eines Nippels. Genau. Was auch immer das ist. Okay, da kann ich rüber. Ah, okay, da hätte ich abkürzen können. Warum habe ich das denn nicht gemacht? Ich wollte erkunden. Achso, gut. Dann wollte ich halt erkunden. Super, wie du manchmal mit dir selber redest. Ja, es ist. Du weißt doch, ich habe verschiedene Stimmen in meinem Kopf. Die reden auch miteinander. Manchmal auch sehr krankes Zeug. Manchmal kapsel ich mich davon auch einfach ab, weil die Unterhaltung geht mir zu weit. So, wow, Leute, jetzt ernsthaft. Stehst du und. Ist halt so. Muss ich mit leben. Ich höre Ratten. Vielleicht auch Fledermäuse. Die nehme ich aber auch. Ist kein Ding. Er ist nichts. Ich habe irgendwie Angst, dass wir jetzt... Jetzt hört er auf zu stöhnen, sobald ein Vibe dabei ist. Hi. Gebiet des Abwasserkanals. Nee, der Abwasserskalz, oder nicht? Skalz. Scheiße. Oh, du siehst fertig aus, Jungfrau. I saved you from this creature.
That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, vampire. But thank you. Sean Hampton sent me here. I believe he wanted me to find you. Who are you? If you must know, they call me Old Bridget. And this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon. But I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Okay. Why was that creature after you? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or turned into slaves if they had their way. Mm-hmm. What the hell was that thing? He wasn't an Ekon or a Skow. They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages them. Seen it? What of this Ascalon Club? Vampire society's elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us, whom they see as lessers. So ähnlich wie in Königin der Verdammten. Ja, kannst du so nicht sagen, weil da gab es ja nachher keine höhere Klasse und so. Die Königin hat sich halt nur für was Besseres gehalten, aber. Ne? Ja, aber das System, da haben sie auch. Es erinnert mich mehr an das System aus Vampire the Masquerade, weil da war das 1:1 so, aber das Spiel kennst du ja nicht. You that Sean Hampton sent me to find. Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. Sean is a Skull. All those I've encountered have been violent, crazed creatures. How can he be any different? Maybe because he is the sad saint. Or perhaps because I am Old Bridget of the Sewer Skulls. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Also, Amelie wird das hier echt tricky. Ja, also es bekommt immer mehr Tiefe, das Spiel, ne? Ja, ein bisschen. So, aber langsam bekommt man auch den Überblick, was man ist und weshalb und so. Es gibt halt eine Gesellschaft. Und ich habe ja gelesen damals, dass man, wenn man zum Beispiel jetzt alle aussaugen würde, würde man jeglichen Bezirk destabilisieren bzw. kritisch machen. Das Spiel wäre ultra schwer. Aber man wäre ein angesehener Vampir in der High Society-Gesellschaft. Das mag ja alles sein, aber ich denke, den hier. Weil das hört sich sehr nach Story an hier, dass wir den einen Typen haben. Ja, klar. Ja. Ah, da ist er! Harriet Jones. Dann gehen wir doch mal rein und. Du siehst nicht gut aus, junge Frau. Bevor ich mit dir rede, plündere ich dein Safe. Hello, Harriet. Do you recognize me? Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I've so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. How do you feel? I can't see. I can't move. My body's burning. I feel as if I'm dying over and over again.
Die sieht echt fertig aus. Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. Does the pain ever stop? It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. But at the same time, each muscle and bone is the wrong place. Ja, du wirst gerade irgendwie zum Hulk, so wie ich das da gerade sehe. Your room, the blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. Why flee with Sean Hampton? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. Do you take pleasure in causing so much pain and sorrow? Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. Why did you come here? And why not? This is where I live now. Oh, you'd leave me be. So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet, always alone. Okay. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well, then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? We are not dead, Harriet. Death no longer pertains to us. We are different. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting and cruel. So cruel. Shadows? Tell me what you saw. The shadows. They heard me and answered. Something in the deep darkness. Quick. Deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered... Yes! And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me. And now it is silent, but it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. Okay, junge Frau. Ich wollte gerade sagen, fängt er jetzt vielleicht wieder an rumzustöhnen? Boah, Alter, guck mal, die wird voll zum Hulk. Der linke Fuß und der rechte Arm und boah, irgendwie alles. Dann rauben wir die junge Frau mal aus. Ich bin ja recht schmerzfrei. Du ja auch eigentlich. Ach, guten Tag jetzt. Have you found the answers you were looking for, young Eckon? There is too much left unanswered.
So many questions. Get to know us. Spend time with us. And I may be willing to answer more questions. Wie, erst willst du, dass wir gehen, jetzt willst du, dass wir bleiben? Why do you live here? Amongst the filth and vermin? Live. Here we hide. What are you hiding from? From the guilt, the shame, from the hunters and the light. And of course, our past. Why don't you leave the city? Hide somewhere far from the guard of Priwen, the Ascalon Club. We are the Sewer Skulls. This is our domain. We have run as far as we can, and now we hide. Your diction, your words. You do not carry yourself like most Skulls I've encountered. True. I'm not like most Skulls. You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon. But it will remain mine. Can I be of service to you? We ask but one thing. Reveal to no one our secrets. Do not betray us. Okay, ich mal nur eine Weganweisung hier hin. For how long have you been in hiding here? Skulls have been hiding under London since vampires first entered the city. Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns, catacombs. We are Skulls, groveling beneath the feet of our makers. Super. What manner of creature is Harriet? She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she is a Skull. I've no idea as to what blood made her. What is a Skull, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? Oh, the vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I must go back to Shaunhampton now. Your kindness has been ample payment, Ekon. To protect us, I'll close the access to our hideout, but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Just follow the arrows. Okay, das ist natürlich Thank nett. You, old Bridget. I hope we'll meet again. Ja, sollen wir noch zu schauen, oder? Ja, würde ich, also... Wir können ja gucken, wie weit wir noch kommen. Ach, guck mal, da ist er wieder. Der Stöhnende. Ach, guck mal! Da sind wir doch eben nicht dran hergekommen. Das stimmt. I cannot enter. Willst du mich jetzt verarschen, oder was? Er kann es nicht aufschließen. Das ist doch eine miese Drecksau, ey. Soll er Schlösser knacken skillen, verdammte Axt nochmal. So. Ich sehe immer noch nicht, was die hier meint mit. Are you all right? What are you doing here? I could ask you the same question. Don't you know this is a quarantine zone? I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating the epidemic. You had better get to a safe place while you still can. Oh, really? Well, go investigate somewhere else and leave me be. I beg your pardon. I said go. Leave me alone, sir. Okay. Der ist aber sehr finster drauf. Wer ist das denn? Rodney. Hallo, wie kommen wir denn zurück? Ich dachte, das wäre jetzt der Rückweg. Nein. Anscheinend nicht. So, hier ist auch nichts weiter am Weg, ne? Ich würde sagen, dann gehen wir doch einfach hier weiter, ne? Die Gespräche lassen wir jetzt mal Gespräche sein. Ah, da sind die Pfeile. Alles klar. Danke. Gibt's noch Loot?
Ja, danke. Bitte. Bitte. Und Scheiße, dieses... Wie so ein Nachladen, da kriege ich mal direkt so ganz miese Gefühle. Stellen sich mir direkt die Nackenhaare auf. Ich weiß noch nicht mal warum, aber es ist dann einfach so. Wo willst du hin? Weiß ich nicht, wo ist der Pfeil? Da. Da ist der Pfeil. Ja, warte, ich will nur noch einmal hier unten gucken, ob hier weitere Pfeile sind, weil ich weiß jetzt schon, dass wir uns quasi wieder völlig verirrt haben. Oder ich mich völlig verirrt habe. Man kennt das ja. Ja gut, weißt du was? Wir sagen jetzt einfach an dieser Stelle, see you guys und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play Vampire. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.